Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Crysis 2 in der Remastered Edition. Wir sind wieder vereint mit unseren Marines, mit den Marines oder teilweise den Marines, die uns damals unterstützt haben, mit denen wir eigentlich hierher gekommen sind, am Anfang des Let's Plays der USS Nautilus mit dem U-Boot, das ja damals attackiert wurde und wo wir dann von unserem Team getrennt wurden. Chino ist wieder hier und möglicherweise auch noch andere, die gemeinsam mit uns eigentlich hier für New York kämpfen wollten. Und jetzt erst sind wir wieder vereint. Cell hat nichts mehr zu sagen, so wie es aussieht. Cell ist aus der Stadt vertrieben und die Marines haben die Kontrolle übernommen. Unsere Aufgabe? Unterstütze die Delta-Kompanie, erreiche den Exfiltrationspunkt. Und genau das wollen wir tun in dieser neuen Mission hier bei Crysis 2. Auf Übersicht achten. Und blöderweise haben wir genau nur eine dämliche Waffe. Und das ist diese scheiß Pistole. Und das war's. Mehr gibt's hier nicht. Und ich glaube, von denen können wir keine Waffe mitnehmen, oder? Kommt der auch? Eieieiei, und ganz New York ist überschwemmt. Das Verteidigungsministerium hat's angedroht. Taktische Optionen verfügbar. Um die Sevs zu eliminieren, wollen sie einen bestimmten Teil von New York überschwemmen. Das Ganze haben sie jetzt getan und die große Frage, die jetzt natürlich bleibt, ist, hat das was gebracht? War das der Siegeszug, um hier gegen die Sevs anzukommen? Der bewegt sich ja sogar noch. Aua. Voll grindig. War das jetzt das Mittel, das es gebraucht hat, um gegen die Sevs anzukommen? Hier alles zu überschwemmen? Da drüben steht sogar die Freiheitsstatue, also beziehungsweise ein Teil der Freiheitsstatue. Eieieiei, ich habe das Gefühl, das ist hier ein bisschen schief gegangen, das Ganze. Einen Ambulanzwagen haben wir hier auch. Besorgen Sie sich Feuerkraft, die werden Sie brauchen. Ja, aber woher denn? Achso, von hier, bin ja doof. Eine Sprengungsgar. Hallo, was ist das denn? Hören Sie mich? Wie sieht's aus? Ich höre Sie, Sir. Wir haben Molluskenangriffe von allen Seiten. Müssen an einen sichereren Ort. Haben Sie den Anzug, Kerl? Ja, wir haben ihn. Bleiben Sie, wo Sie sind, wir kommen. Okay, aber beeilen Sie sich. Wir sind hier in der Unterzahl. Sie haben den Mann gehört, gehen wir. Na, schön. Sogar mit Granaten bestückt das Teil hier. Ich glaube, da können wir wieder ein bisschen was erledigen. So, sollen wir mit denen da unten gehen oder sollen wir da oben gehen? Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bleib mal bei meinem Team. Denn wir wollen ja gemeinsam zum Schluss dort ankommen. Okay, ist das ein Marine? Ich weiß es gar nicht möglich. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, das wird nicht ganz so ohne Kampf ablaufen. Da ist tatsächlich ein Teil der Freiheitsstatue, die Hand mit der Fackel, und die liegt mitten in einem Park in Manhattan. Alter Falter. Okay, die teilen sich gerade ein bisschen auf. Manche gehen von oben, manche gehen von unten. Dann suchen wir uns vielleicht auch mal eine taktisch kluge Position. Ich sehe bis jetzt noch keinen Feind, aber ich habe das Gefühl, das wird sich jeden Moment ändern. Würde es da unten theoretisch was für uns geben? Nee, einfach nur einen zweiten Weg, wo wir halt hier im Gatsch rumlaufen würden. Eieieiei. Und eigentlich sollten wir mit unserem Poweranzug an vorderster Front kämpfen. Aber wogegen kämpfen die denn? Ah, ist das vielleicht dieses andere Team, das wir unterstützen sollen? Gott, wir haben ja das Ganze nicht ohne Grund hier. Halt!
einer weniger. Schnappen wir uns den. Vor allem den hier, denn der ist, glaube ich, am stärksten. Huch, wer geht denn da rum? Ach, wieder. Sehr gut, wieder einer weniger. Drei sind's noch. Es hört sich sehr komisch an, was der da mit seinen Füßen macht. Ich glaube nämlich immer, da steht ein Monster unter mir. Die nächste Ladung kommt. Und wir haben bis jetzt nicht mal mehr Munition. Können wir irgendwo Munition holen, ist die Frage. Ich sehe nämlich hier gerade überhaupt keine Möglichkeit. Anscheinend ist diese Pistole, die wir hier haben, auch eine ziemlich, ziemlich gute. Ah, da ist Munition. Sehr gut. So, let's go. Wir können weitermachen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Team. Ich hoffe, wir haben noch keine Verluste gehabt auf unserer Seite. Ich habe keinen Plan, denn wir kämpfen hier definitiv nicht mehr gemeinsam, sondern jeder in seinem Team. Und da oben im Super Saving und in der Pharmacy, man glaubt es nämlich kaum, genau dort finden wir nämlich ein weiteres Sammelobjekt. Na, guck mal, theoretisch hätten wir mit dem hier auch kämpfen können. Irgendwer lebt da hinten noch. Ah, und hier wird es auch noch was geben, eine Fernkampf-Scar, cool. So, na holen wir uns das mal ganz geschwind und dann geht's wieder zurück zu unserem Team, zum Delta-Team, zu Chino, zu unseren Freunden, die wir schon seit langem nicht mehr gesehen haben und wo ich sehr froh bin, dass jetzt nicht mehr die Cell-Soldaten hier das Sagen haben, sondern wieder unsere Leute, denn jetzt sind wir zumindest mal sicher. So, Sniper, Sniper, Sniper. Blöderweise sind die Feinde jetzt schon weg und da haben wir das nächste Sammelobjekt. Wir halten die Stellung und warten auf Verstärkung. So, wo geht's für uns hin? Alles klar. Ich komme schon. Ich bleibe jetzt bei meiner Waffe, die ich derzeit habe. Ich glaube, mit der sollten wir theoretisch klarkommen. Vor allem finde ich auch ziemlich gut, dass wir, cool, dass wir mit der Granaten schießen können. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, die Häuser und so sind zwar alle zerstört, aber von der Flut sehe ich jetzt noch nicht so viel. Wir wurden zwar irgendwo gerade aufgefunden, dort wo die Flut theoretisch hätte sein sollen, aber hier unten sieht eigentlich noch alles ziemlich trocken aus. Bis auf das Wasser, das hier halt ein bisschen runterrinnt. Aber das war's dann. Alcatraz, na los, Mann! Wir müssen von der Straße weg! So, C4 schnappen wir uns natürlich auch mal. Wir holen uns mal alles, was wir kriegen können. Na gut, und dann werden wir uns mal wieder unserem Team widmen. Denn da hinten geht's für uns weiter. Erreiche den Exfiltrationspunkt, da müssen wir hin. Da ist ein Toter. Okay, und hier kommen wir nicht mehr rein. Erreiche den Exfiltrationspunkt.
So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben auf jeden Fall mal eine Javelin. Die lasse ich definitiv nicht liegen. Wir haben ja noch ein paar schöne Pistolen, aber die können wir, glaube ich, alle nur gegen die Scar tauschen. Ah, Majestic gegen Fernkampf Majestic. Das können wir ruhig mal machen. Da sage ich definitiv nicht nein. Und da draußen geht es aber gerade ordentlich ab. Was habe ich denn jetzt hier wieder für eine Waffe dabei? Stealth DSG. Ein Stealth-Scharfschützengewehr. Das klingt aber auch gut. Weißt du was? Das behalten wir uns jetzt mal. Ein Stealth-Scharfschützengewehr. Ich glaube, mit dem sollten wir was anfangen können. Und die große Frage ist natürlich jetzt, wo geht's denn für uns weiter? Hier mit dem Aufzug, denke ich mal, eher nicht. Und hier sieht man schon die Flut. Das alles steht hier unter Wasser. Die ganze Lobby. Und hier geht's weiter für uns. Ein toter Marine neben dem anderen. Ich hoffe nur sehr, dass das nicht genau unser Team ist. Es tut mir leid um jeden Verlust. Eieieiei. Aber mit dem Snipperino geht das natürlich irrsinnig gut hier. Eieieiei. Falls es irgendwie möglich ist, würden Sie wohl meinen Milliarden-Dollar teuren Anzug eine Weile aus der Schusslinie halten. Es wäre für alle Beteiligten von Vorteil, wenn Sie uns in einem Stück erreichen dürften. Ich tue mein Bestes, um Ihnen Feuerschutz zu geben. Aber seien Sie bitte selbst auch ein bisschen vorsichtig. Und ohne melodramatisch wirken zu wollen, beobachten Sie den Himmel. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich sollte eher mal das beobachten, was direkt vor mir ist. Oh je, Mini. Die wissen natürlich schon wieder, wo wir sind. Eh klar. Falls es irgendwie möglich ist. Würden Sie wohl meinen Milliarden-Dollar teuren Anzug eine Weile aus der Schusslinie halten? Es wäre für alle Beteiligten von Vorteil, wenn Sie uns in einem Stück erreichen würden. Ich tue mein Bestes, um Ihnen Feuerschutz zu geben. Aber seien Sie bitte selbst auch ein bisschen vorsichtiger. Und ohne melodramatisch wirken zu wollen, beobachten Sie den Himmel. Oh je, da kommen Sie schon. Und die Tür nach hinten ist natürlich auch zu. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, traut euch rein hier, Freunde. Ich bin genau hier. Ich würde nämlich gerne auf das Fass da schießen, wenn die reinkommen sollten. So, das war zumindest einer von den einfachen Gegnern, aber macht nichts. Au. Au. Das dauert viel zu lang, das Gewehr hier nachzuladen. Aber es hat einen ordentlichen Wumms drauf. Das ist der Riesenvorteil. Das hat einen ordentlichen Wumms drauf. Der nächste kommt. Und wir können die hier einer nach dem anderen erledigen, ohne gröbere Probleme. Ich habe, glaube ich, noch nie mit einer Stealth... mit einem Stealth-Scharfschützengewehr gespielt, also mit einem Schallgedämpften. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt noch treffen würde, es kämpft sich ziemlich gut damit.
So. Na gut, schnappen wir uns noch ein paar von den 100 Punkten, aber ich glaube, wir müssen hier mal vorangehen. Denn das ist hier, glaube ich, mal wieder so eine Situation, wo unendlich viele Feinde spawnen. Bis wir uns halt irgendwann mal entscheiden, hier weiterzugehen. Ja, und da sieht man schon, was die Überschwemmung hier alles angerichtet hat und die Erdbeben natürlich auch, die hier quasi permanent auftreten. Ich würde aber lieben gerne jetzt doch wieder zu einer anderen Waffe wechseln. Leider haben wir gerade keine, wir haben nur die hier. Müssen wir schauen, dass wir mit der klarkommen. Ist schon was ganz Feines, muss ich zugeben. Guck mal, da oben hätte man ein Geschütz gehabt, theoretisch. Das ist schon was ganz Feines hier. Ein leises Scharfschützengewehr. Na toll, na toll, na toll. Und die nächste Kundschaft kommt. Tarnfeld aktiviert. Aber leider Gottes. Oh je, das sind doch noch die Heftigen. Eieiei, da fliegt uns da schon das Auto entgegen. Fuck. Und ich glaube, jetzt hat es ihn zerrissen. Sehr schön. Da ist unser Javelin. 500 gibt's dafür. Boah, aber mit dem haben wir es ordentlich drauf, mit dem C4 hier. Das ist wirklich übermenschlich stark. Mit dem kämpft sich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was kommt da hinter uns einer? Nee. Ha, da ist ein anderer Scar. Gott sei Dank. Die Sprengungs-Scar. Die hat zwar nur 80 Schuss insgesamt, aber die ist mir deutlich lieber. Weil wir hier wieder wie ein normaler Mensch agieren können. Und dann wieder auf altbekannte Weise einen nach dem anderen erledigen können. Sehr gut, sehr gut. Es wird düster hier drin. Machen wir ganz kurz die Sicht hier an. Aber so wirklich viel sieht man hier dann auch nicht. Da haben wir mal wieder so eine Bushaltestelle. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier mittlerweile sind. Das ist so weit unterm normalen Boden. Außerirdische Invasoren und Noahs Flut in derselben Woche.
Man fragt sich, ob es nur uns getroffen hat. Oder macht der Rest der Welt dieselbe Scheiße auch durch? Fragen muss man sich das deshalb, weil unsere geliebte Homeland Security dank eines kürzlich verabschiedeten Gesetzes mit einer Mediensperre samt Flugverbot und Abschaltung der Handysignale dafür gesorgt hat, dass wir nur das erfahren, was der Mann uns wissen lassen will. Hier ist Truth Newton und ich sage, was ich denke, weil es sonst keiner tut. Hier auf Radio Free Manhattan. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's irrsinnig cool, dass wir hier immer wieder diese kleinen Radioschnipsel haben von diesem Truth Newton, wie der sich nennt, der anscheinend immer noch irgendwo hier aus Manhattan sendet, hat mittlerweile eine Art Rebellenradio eröffnet. Ja, und anscheinend weiß er, wer hier der Chef von den Marines ist, wer hier, wie nennt man das denn, Kommandant, Commander, wie auch immer, der Oberbefehlshaber der Marines ist für den New York-Einsatz, und zwar ein Mr. Barclay. Und anscheinend läuft der Einsatz doch nicht so, wie es hätte sein sollen. Und ich hab's ja schon mal gesagt, ich glaube auch nicht, dass mit der Sprengung des Staudamms, mit der Sprengung irgendwelcher Flugbarrieren irgendetwas daran ändert, dass die Seth sich hier in New York ausbreiten. Denn ganz ehrlich, wenn wir zurückdenken an den ersten Teil, an Crisis 1, sie waren auf den Dingshan-Inseln und haben dort mit einer Atombombe versucht, also mit einer harten Bombe, versucht, die Seth dort quasi klein zu kriegen. Und was hat das Ganze gebracht? Nichts. Sie sind nur noch stärker geworden und haben sich nur noch weiter ausgebreitet. Also habe ich das Gefühl, dass wenn wir mit Waffen hier nicht ankommen, Wasser definitiv auch nicht weiterhilft. Aber gut, man nutzt alles, was man kriegen kann. Und vielleicht liege ich ja sogar falsch mit meiner Hypothese, mit meiner Annahme. Möglicherweise war das genau richtig vom Verteidigungsministerium, dass jetzt hier eine Flugverbotszone herrscht. Ich glaube, das sollte mittlerweile schon normal sein. Denn ganz ehrlich, wir haben gesehen, was hier abgeht. Wir sehen, da sind Raumschiffe, und zwar außerirdische Raumschiffe unterwegs. Ich glaube nicht, dass jetzt der New Yorker Flughafen noch offen haben wird. Also ganz ehrlich, dass da eine Flugverbotszone ist, das hoffe ich. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob auch andere Städte dieser Welt von dieser Seth-Bedrohung bedroht sind. Ob die Seth nur in New York zugeschlagen haben oder möglicherweise in ganz schön vielen Städten dieser Welt. Aber ich denke mal, wenn es an den anderen Städten auch so aussehen würde, dann hätten wir da schon was davon im Radio gehört, denn das würde definitiv um die Welt gehen. Vielleicht hat es nur New York getroffen, vielleicht sind auch viele andere Großstädte weltweit von diesem Seth-Angriff betroffen. Denn ich denke mal, das Hauptziel der Seth ist klar, und zwar die Menschheit ausrotten. So, weiter geht's für uns. Einmal Kontrollpunkt erreicht. An alle Einheiten, hier ist Charlie Command. Sammelpunkt wird angegriffen. Wir brauchen sofort Unterstützung. Verstanden, Charlie. Wir sind unterwegs. In der Zwischenzeit wird unser Speer zu Ihnen stoßen. Rufname Alcatraz. Er wird jede Minute eintreffen. Und das sind wir, meine lieben Freunde. So, was haben wir denn hier? Ach so, einen toten Marine. Warte mal, Munition braucht man nicht. Da drüben ist eh nichts drin. Okay, und guck mal da vorne. Da ist eine Speedcam. Und ich würde natürlich gerne einen jeden Strafzettel kassieren, den wir hier haben können. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir könnten theoretisch, glaube ich, sogar mit dem Fahrzeug fahren. Aber wir haben mittlerweile wieder unsere normale Waffe und die würde ich gerne auch beibehalten. Rufname Alcatraz. Das heißt, die Marines und Nathan Gould arbeiten definitiv zusammen, denn sonst wüssten sie ja nicht, dass wir Alcatraz sind. Dann wären wir ja immer noch eigentlich Prophet. Oh, Raketenwerfer nehme ich gerne mal mit. Aber wir haben ja auch gehört, dass sie uns die von der Flut gefunden haben, aus der Flut gezogen haben. Anscheinend hat Gould uns irgendwie einen Checker verpasst. Und der hat gut funktioniert. So. Okay, weiter geht's. Zurück auf die Hauptstraße. Und ich glaube, da haben wir gerade rausgefunden, was es mit dieser neuen Erweiterung auf sich hat, die wir uns hier gegönnt haben. Nämlich mehr Kontrolle im Flug. Ich glaube, das haben wir gerade eben jetzt gesehen. Einer weniger. Oh, da stehen ja noch zwei. Hohohoho. Die zwei habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Halleluja. Wo sind wir denn hier mittlerweile? Mal wieder ganz weit im Untergrund, so wie es aussieht. Von den Hochhäusern, naja, steht auch nur noch jedes zweite. So,
Haben wir hier zumindest ein bisschen was, das wir sammeln können? Na, das zahlt sich wenigstens aus. Sehr gut. Überall, wenn es nämlich so flimmert. Das eine ist jetzt gerade despawned. Das kriegen wir, glaube ich, noch. Also, die bleiben nicht unendlich lange hier. Die bleiben nur eine gewisse Zeit lang hier. Wenn wir jetzt nämlich dort 5 Minuten verharren würden, dann würden wir gar keine Punkte kriegen. Das bleibt nur eine gewisse Zeit lang hier. Und dann können wir sammeln und bekommen eben Punkte für unseren Anzug. Haben mittlerweile schon 4000 gesammelt. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier überhaupt? Annäherungsalarm. Sollen wir uns das gönnen? Automatische Warnung, wenn ein Feind in der Nähe ist. Na, ich weiß ja nicht. Oder der Lufttritt? Führt in der Luft einen mächtigen Angriff nach unten durch? Brauchen wir auch nicht unbedingt. Vielleicht sollten wir uns das mal sparen für 10.000 Punkte für die Stealth-Verbesserung da unten. Ich glaube, das wäre schon mal gar nicht so eine schlechte Idee. Das machen wir mal. Wir sparen mal für die Stealth-Verbesserung 10.000 Punkte. Das kann noch eine Weile dauern, bis wir das kriegen. Ach du Scheiße, guck mal, wie weit es da noch runter geht. Alter Falter, wo sind wir denn hier eigentlich? Und da unten ist immer noch eine Straße. Das sind ja hunderte Meter, die das hier nach unten geht. Heuiuiuiui, und da steht das Haus. Wie steht denn das überhaupt noch? Und überall natürlich diese komischen Seth-Ranken, die hier durchgehen. So, wo sind die nächsten? Da unten. Na gut, ich gehe mal mit meinem Tarnfall darüber. Da haben wir nämlich ein bisschen Deckung zumindest. Hoppla, das wollte ich gar nicht. Oh, guck mal, da gibt es Munition. Sehr schön. Das ist ein ziemlich beschissener Ort da drin, muss ich zugeben. Maximale Panzerung. Das war auf jeden Fall ein Alien. Sehr schön. Okay, ich glaube, es ist wieder halbwegs sicher. Wenn man das hier überhaupt noch als sicher bezeichnen kann. Uiuiuiui. Guck mal einer an. Das schöne Städtchen New York. Ich war ja auch schon mal dort. Und mittlerweile ist hier von Manhattan auf jeden Fall nicht mehr viel übrig. Da hinten... Ich glaube, das ist das Empire State Building. Kann das sein? Das steht zumindest noch. Ich sehe jetzt keinen Einschluss oder kein Einschlagloch irgendwo. Aber gut. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, der Kampf hier um New York. Da kann noch einiges passieren. Alter Falter, wie da unten eine Straße hinkommt, ist mir ein großes Rätsel. Wie die noch intakt sein kann. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Ach, eh da nach hinten. 282 Meter. Na, Glückwunsch. Das ist ja irgendwo. So, da hätten wir theoretisch ein Fahrzeug, mit dem wir fahren könnten. Vielleicht machen wir das auch einfach mal. Mal gucken, bis die nächsten hier aufkreuzen, wie weit wir kommen. Okay, da vorne stürzt die Brücke ein. Es ist kein Seth hier? Das wundert mich jetzt aber. Maximale Panzerung. Au. Au, au, au. Au, 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 au. Okay, das wäre, glaube ich, der bessere Weg gewesen auf der Seite. Unterstütze die Delta-Kompanie, erreiche den Exfiltrationspunkt. Das Ziel ist immer wieder das gleiche. Und da hört man Funk. Sind das tatsächlich unsere Leute hier? Wo ist denn der Funk? Ist das vom Fahrzeug? Delta Kompanie hier zu Club 7. Nähere mich der LZ. Bereithalten für Luftevakuierung zum Terminal. Machen wir es kurz und schmerzlos, Gentlemen. Verstanden, Zyklop 7. Folgen Sie unserem Raum.
Unsere Leute sind also noch hier. Wir sind noch nicht alleine. Wir haben alle noch überlebt. Und Zyklop 7 holt uns anscheinend hier aus dem Gefahrenbereich raus, wenn alles gut geht. Da unten sind sie. Das sind unsere Freunde. Das ist richtig idyllisch aus hier mit dem Gras hin und wieder. So, mal ganz kurz gucken, dass wir hier ein bisschen was Neues kriegen. Die Scar haben wir, glaube ich, schon in der Hand. Munition brauchen wir gerade keine. Alles klar. Da sind sie. Da sind unsere Freunde. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier entlang. Ach du Scheiße. Das ist alles zerstört hier. Taktische Optionen verfügbar. Welches Boot denn? Hallo. Okay, das war's. Alle zurück zur LZ. Bewegung, Bewegung. Ah, das Boot hier. Landungsschiffe im Anflug. Gehen Sie bei dem Boot in Deckung. Los, los. Laden. Eieieiei. Die Atlantic Trade. Weißt du, wo die letztes Mal stand? Dort beim Labor. Mittlerweile ist sie hier. Mitten in Manhattan. Da sieht man mal. Das hat doch einen Nutzen gehabt. Da sieht man mal, das hat doch einen Nutzen gehabt, den Staudamm dort zu sprengen. Beziehungsweise die Flutschleusen. Oh, das ist unser Mann. Scheiße. Oh, Mann. Es tut einer weniger. Huch, wer war das denn? Na, dann räumen wir mal auf. Ach so, die schießen von dem Schiff da oben. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wir das hier irgendwie gebacken bekommen. Ach du Scheiße. Oh. Mollusk erledigt. Zyklop 7 am Boden. Ich wiederhole. Zyklop 7 am Boden. Scheiße. Unser Ticket in die Freiheit hat's nicht geschafft. Aber zumindest sind wir mit unserem Team noch halbwegs fein. Ich habe zwar gerade keine Ahnung, wo die sind, aber die müssen irgendwo hier in der Umgebung bestimmt sein. Ach du Scheiße. Okay, da führt die U-Bahn wieder drüber. Da ist die Hauptstraße. Hallo, und wir sind irgendwie 15 Meter unter der Erde. Oh je, Mini, was ist da hinten? Taktische Optionen verfügbar. Taktische Optionen, ach so? Zentrale, hier ist Chino. Wir haben es fast geschafft. Passen Sie auf. Ich sehe Kampfschiffe, die zu Ihnen unterwegs sind. Verstanden, Chino. Wir haben ihn gehört. Swarm aufheben, was ist das denn? Ich fürchte, durch die Eskalation der Ereignisse entgleitet mir das Ganze. Ihr Anzug arbeitet jetzt an der Spore. Gibt ihr auf Nano-Ebene eine neue Funktion, baut eine biologische Brücke zwischen unserer Technologie und der der Seth. Aber wir brauchen mehr Zeit. Gehen Sie mit den Marines und tun Sie, was Sie können. Ich habe Sie nicht im Stich gelassen, Alcatraz. Aber wir müssen jetzt alle kämpfen, wenn wir erfolgreich sein wollen.
Ich werde mein Bestes geben. Ich habe immer noch keine Ahnung, für wen wir hier kämpfen. Stellung halten und alle erledigen. Das Gebiet muss gesichert werden. Die kommen aus dem Park. Boah, und jetzt würde ich den natürlich liebend gerne mal benutzen. Hui! Okay, das Ding lassen wir mal da stehen. Das brauchen wir bestimmt später nochmal. Was haben wir denn jetzt auf einmal in der Hand? Ah. Gut, das war eigentlich nicht die, die ich nehmen wollte. Oh, hoppla. Hab immer eine normale Scar. Passt. Alles in Ordnung. Na, dann holen wir uns die mal, oder? Würde ich sagen. Und ich glaube, da können wir den Swarmer gleich schon mal nehmen. Ich hole ihn geschwind mal. Denn jetzt brauchen wir das Ding auf alle Fälle. Oh, die haben den schon erledigt. Na, die sind aber stark. Bist du gescheit? Hast du das gesehen? Die haben den schon erledigt. Das hat ja sehr viel Sinn. Sammeln! Alle zu mir! Alcatraz, durchhalten, Mann! Wir sind unterwegs! So, das war's mit dem Ding. Mit dem Ding. Auf der Straße! Ach so, ich wollte sagen, was schießen die denn? Das ist ja er, der da schießt. Ich glaube, ich bin schon etwas verwirrt heute. Aber das war's noch nicht. Achtung, Granate kommt. Nochmal eine. Und schön rausgelockt, das Ding. Na toll, nächste Welle. Alter Falter. Und die sind immer näher und näher und näher. Das ist zwar nur eine stinknormale Pistole, aber die hat's ordentlich drauf. Nette Sache. Okay, ich hole mal ganz kurz die Punkte. Auch wenn wir immer nur natürlich ein paar hier bekommen und nicht alle. Au. Ah, na toll, na, die hat mir gerade noch gefehlt jetzt. Das war, glaube ich, eine gute Waffe für ihn hier. Und wir haben es jetzt tatsächlich mit dem Schiff selbst zu tun, oder wie? Ne, das Schiff zieht ab. Und kommt wieder.
Oh je, Mini, wir müssen gegen das Schiff selber kämpfen. Au. Ach du Scheiße. Ah, keine Muni mehr, hoppla. Hier überhaupt keine Chance. Ich glaube, die einzige Chance, die wir tatsächlich haben, ist mit der Javelin. Eine andere Chance wird es wohl nicht geben. Vielleicht auch mit dem Teil hier? Wenn wir Glück haben. Aber ich versuch's mal mit der Javelin. Die scheint nämlich immer noch am besten zu funktionieren hier. So, das Gute ist, das dreht dann immer wieder ab. Das heißt, wir könnten uns theoretisch immer neu positionieren. So, wenn es abdreht, laden wir unseren Anzug wieder auf. Und dann sind wir bereit für die nächste Runde. Ich glaube, es hat schon ein bisschen was eingesteckt mittlerweile. Na, wo ist es denn? Ah. Aber leider Gottes war es das immer noch nicht. Das ist das Ding, was ich nutzen wollte. Aber leider bringt das genau nichts. Ja. Ich gehe mal ganz kurz gucken, ob er möglicherweise irgendwo... Guck mal, wir haben noch zwei Javelins hier. Ein paar Javelins übrig haben und tatsächlich sind noch welche hier. Na komm mal, Mama-Schiff. Jetzt holen wir dich. Und dem geht definitiv alles andere als gut. Das war kein Treffer. Scheiße. Aber das war einer. Hurra! Ich dachte, das Ding geht gar nicht mehr runter. Gute Arbeit, Alcatraz. Tino hatte recht, was sie betrifft. Alcatraz, hier drüben! Los, Mann, vorwärts! Alter Falter, na das war ja jetzt mal eine Nummer, liebe Freunde. Holla, die Waldfee, nochmal eine Javelin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Rüber, Mann. Los! Holla, die Waldfee, ein Kampf fürs Leben. Oh, guck mal, da hätten wir doch mal so einen Swarmer gehabt. Mit dem hätten wir definitiv auch ein bisschen was anfangen können. Ein Kampf fürs Leben, liebe Freunde. Wow. Schön, dass Sie es geschafft haben. Los, wir müssen zur Central Station. Alcatraz, hoffentlich erreiche ich damit auch Ihre Kameraden. Ich leite dieses Signal von Ihrem Anzug auf Ihre Funkgeräte um. Zum Teufel ist das? Mein Name ist Jacob Hargreave. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, dass der Anzug von Alcatraz sich gerade zu einer mächtigen Biowaffe gegen die feindlichen Aliens entwickelt. Aber um diesen Prozess abzuschließen, ist ein Stabilisator erforderlich. Alcatraz, Sie müssen sofort zum Hargreave Rash-Gebäude. Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Nehmen Sie Ihre Kollegen mit, sie werden Ihre Hilfe brauchen. Bitte beeilen Sie sich alle. Die Seth werden nicht auf uns warten. Na, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, wir haben jetzt wohl ein anderes Ziel.
Schlage Widerstand nieder, sichere Evakuierungszone, das ist unser derzeitiges Ziel. Aber ich denke mal, es wird sich jetzt dann ändern, denn mittlerweile wissen wir sind der Schlüssel zum Erfolg. Wir können die Seth möglicherweise ein für alle Mal eliminieren, aber das Ganze geht nur, wenn wir den Anzug noch weiter verbessern und mit dem Anzug irgendwie dann in ihr System eindringen. Vielleicht machen wir das schon in der nächsten Folge, das werden wir rausfinden hier bei Let's Play Crysis 2 in der Remastered Edition. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss!